Will you stay here with me? Where are you? Why do you leave? Where are you? I can wir zwei Hübschen hier machen seit Ende Oktober, Anfang November zusammen Musik. Kam eigentlich ganz lustig zustande. Ich war bei einer Band als Sängerin neu und er war bei einer Band als Gitarrist neu und das war zufällig die gleiche Band. Wir haben festgestellt, so, wir beide wollen halt einfach mehr. Wir haben einen österreichischen Drummer quasi importiert. Kri, wie Kri. Das ist in Österreich ein Spitzname für Chris, aber ja, ich glaube nicht richtig dran. Ja, und dann haben wir noch Daniel, den ich schon von früher kenne, mit dem ich schon früher Musik gemacht habe, einen ziemlich geilen Bassisten. Jetzt haben wir natürlich ganz viel Studiovorbereitungen gemacht, das ist klar, man will ja nicht unvorbereitet hierher kommen. Ansonsten ist Proberaum eigentlich immer Songs festigen angesagt, es ist neue Songs schreiben angesagt, weil es wollen sich ja alle mit einbringen, wir sind ja alle total kreative Köpfe und müssen unseren Kopf natürlich durchsetzen. Ich war vorher bei einem Label als Solokünstlerin, als Jessie Queen, habe mich aber mit der Musik absolut nicht mehr wohlgefühlt am Schluss, ich konnte mich damit nicht mehr identifizieren, ich wollte rockiger werden, ich wollte gerne eine Band haben, ich brauchte dieses Gefühl einfach in einer Gruppe zu arbeiten und habe deswegen dann auch nach einem Jahr den Vertrag auslaufen lassen und habe mir eine Band gesucht. Ja, wir wohnen gerade zusammen. Gezwungenermaßen. Zusammen wohnen ist schon krass. Ist schon hart, ja, das ist schon, oder? Man, das ist also schon die ganze Zeit aufeinander, ich meine, man gerät musikalisch ja auch mal teilweise aneinander. Ich will auch nicht, dass er meine Wäsche anrührt. Aber ich koche gut. Komm, ich koche gut. Ja, er kocht gut, aber ich koche besser. Die Texte schreiben wir eigentlich quer durch den Gemüsegarten. Also ich habe damit damals angefangen, Texte zu schreiben und habe halt das so ein bisschen verarbeitet, was so bei mir abging. Meine größte Angst war eigentlich, hier im Studio so ein Stück weit zu versagen und nicht das zeigen zu können, was ich eigentlich kann. Ich war jetzt ein paar Mal bei einer Gesangslehrerin und die hat noch eine ganze Menge aus mir rausgekitzelt und ich hatte jetzt wirklich Angst einfach, dass ich das hier im Studio nicht so umsetzen kann. Aber hat gut geklappt. Basti war da super geduldig, hat gut geklappt und total zufrieden. Ich wollte bei der Gelegenheit nochmal Basti danken. Der hat nicht nur mit Jessie gearbeitet, sondern auch mit unserem Drummer Kri und unserem Basser Daniel und mir natürlich auch und hat uns extrem viel bei der ganzen Action geholfen und hat sehr viel Input gegeben. Wir bringen es einfach mal auf den Punkt, wir wollen auf die Bühne und wir wollen, dass so viel Publikum wie möglich da ist und wenn wir vor 5 Leuten anfangen, ist egal, Hauptsache Bühne, Hauptsache live spielen. Unbedingt liked unser Video und teilt unser Video und erzählt jedem von unserem Video. Zieht euch unser Video aufs Handy und zeigt es jedem. Und das Gleiche macht ihr bitte mit der Musik, sobald sie da ist. Richtig, tragt uns in die Welt. Na, ziemlich nackig aus, ne? Bumm, rauf. Nee, ziemlich nackig nicht nackig aus, aber ja, zieht sich nackig aus. Schon wieder ich. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.